Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Benefit-Adventskalender, der sich hier hinter mir befindet. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den Adventskalender habe ich bei Douglas bestellt, der hat sage und schreibe 180 Tacken gekostet. Aber in den letzten Jahren haben wir uns ja auch immer mal wieder beschwert, dass der halt nur 12 Tage hatte. Letztes Jahr war der auch schon mit 24 Tagen unterwegs. Und dafür ist der Preis dann halt natürlich nochmal angezogen worden. Benefit ist eine High-End-Marke, deswegen ist das bestimmt irgendwie gerechtfertigt. Aber bevor ich urteile, schauen wir mal in das Schätzelein rein. Selbstverständlich ist es in der Infobox verlinkt. Schau gerne dort auch mal vorbei. Und solltest auch du Teil der Crew werden, abonnier doch super gerne diesen Kanal. Ich würde mich mega freuen, wenn diese kleine, süße YouTube-Community wachsen und gedeihen darf. Der Adventskalender befindet sich hier in diesem wunderschönen Körbchen. Das ist sehr schön wiederverwendbar. So schaut der Adventskalender nun aus, wenn ich den Schuber entfernt habe. Man sieht hier verschiedene Boxen und auch die Zahlen von 1 bis 24. Der 1. Dezember. Ist ganz süß hier mit dem Eis drauf, ne? Oh ja, da haben wir etwas drin. Fluch und Segen zugleich, würde ich mal so sagen. Das Problem bei diesen Produkten ist nämlich immer, es ist farbgebunden. Also ich habe den hier nämlich in der Farbe 4, der wird mir safe nicht passen. Der Precisely My Brow Pencil ist wundervoll und wir haben hier ganze, sage und schreibe, 0,026 Gramm drin enthalten. Ja, das ist dieser hier. Ich meine, dass wir den damals in etwas größerer Größe drin hatten. Ich finde ihn wirklich winzig, kann man nicht anders sagen. Der hat nicht mal eine Kappe hier drauf. Das ist ja abgefahren. Okay, ja. Kann man so hochdrehen. Hä? Ist die Kappe irgendwie verloren? Nee, der hat einfach keine Kappe. Ja, ich hoffe, das Ganze geht dann jetzt ein bisschen hochwertiger weiter, weil wir reden hier von High-End-Kosmetik und das kann ich eigentlich nicht so akzeptieren. Oder ist das ein Produktionsfehler? Ich muss mir nochmal das Vorschaubild angucken. Ja, der 2. Dezember macht auf jeden Fall schon mal einen etwas größeren Eindruck. Oh. Ah, klar. Die haben ja auch Pflege mit dabei. Das werden die safe auch mit in den Adventskalender reinpacken. Das ist hier The Professional Good Clean Up Pore Purifying Foaming Cleanser. Und da haben wir 19 Milliliter drin enthalten. Ja, das ist einfach ein Reinigungsprodukt. Kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen, dass man sowas dann halt auch entsprechend mit dem Adventskalender drin hat. Denn wenn man sowieso einen Adventskalender mit dekorativer Kosmetik hat, muss man natürlich, wenn man das Ganze verwendet hat, das Ganze auch wieder runterwaschen. Ja, aber in dem Preissegment hätte ich mir wirklich gewünscht, das in einer größeren Größe drin zu haben als mit 19 Millilitern. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie... Ja gut, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass wir hier so einen Einkaufskorb haben. Und hier haben wir dann die verschiedenen eingekauften Utensilien. Also das scheint jetzt irgendwie eine scharfe Soße zu sein. Okay. Ah ja, das ist ein Produkt, was ich auch schon habe. The Professional, das ist ein Pore Primer mit 22 Millilitern. Das dürfte auch wirklich eine Originalgröße bzw. eine Verkaufsgröße sein. Ist jetzt nicht riesig, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Größe. Wie gesagt, ich habe selber da... Rappel, rappel, denn ich habe mir hier so ein bisschen was schon mal... Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist ein Primer, wo ich persönlich sagen muss... Huch, genau auch das, dass der mir manchmal ein bisschen zu trocken ist. Also so schaut der aus, ne? Das ist halt, ja, so. Und dann wird er halt so silikonig. Aber er spendet halt nicht so die Feuchtigkeit, die ich persönlich so brauchen würde als Primer. Jo, ist halt ein Primer, aber ein Klassiker. Und es ist gut, dass es drin ist, glaube ich, ne? Ja, hier haben wir die Nummer 4. Okay, es sind nicht alle Boxen so groß. Die hier ist etwas kleiner, aber hier kann ich mir vorstellen, dass wir einen Blush drin haben. Oh ja, das ist schön. Und zwar in der Farbe Willa. Ja, schön. Not for individual sale ist hier drauf gedruckt. Ist aber in Ordnung, finde ich persönlich. Wir haben hier 2,5 Gramm drin enthalten. So schaut der Blush einmal aus. Und das ist eine Mini-Größe, also keine Originalgröße. Die kann man aber auch so kaufen. Ich hatte den letztes Jahr im Adventskalender drin. Da war der auch mit 2,5 Gramm drin. Und ich finde die neu, also diese Verpackung deutlich schöner als die, die wir letztes Jahr drin hatten. Aber ich kann euch mal meinen swatchen, dass ihr dann auch mal seht, wie das so farblich aussieht. Ne? Denn so schaut der Blush aus. Das ist ein wunderschöner, kühler Herbstton. Und den mag ich auch wirklich gerne leiden. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch ganz gut. Der ist, ne, auf dem Finger sieht man das auch relativ zurückhaltend. Und dementsprechend auch für mich als sehr, sehr, sehr helles Häutchen sehr gut tragbar. Der hat auch irgendwie einen leichten, ganz leichten Schimmer mit drin. Ja. Aber solche Produkte, finde ich persönlich, dürfen wir auch zuhauf in diesem Adventskalender für 180 Tage, ich sag's nochmal, erwarten. Der 5. Dezember, ein Tag von Nikolaus für uns. Benefit kommt aus Amerika. Ich glaube, das ist da auch noch ein spezieller Tag. Oh, die sind süß. Von Benefit natürlich 2 Milliliter von dem Plush Tint. Habe ich den nicht da?
Nee, ne? Nee, ich hatte den da. Ich glaube, ich hatte den aussortiert. In der Farbe 20 Red Velvet. Das ist wirklich eine ganz kleine Größe. Wobei, Plush-Tint? Was bist du denn? Nee, das ist noch was anderes. Das ist ein Lip-Tint. Ich habe keinen Plush-Tint. Ich hatte mal einen Plush-Tint. Ich glaube, der war mir zu wenig. Es ist schade, dass man hier nicht von außen die Farben sieht, ne? Aber dafür bin ich ja da. Genau. Ich bin dafür da, damit ihr euch euer Geld sparen könnt. Wow, das ist ein Liquid Blush, der tatsächlich ein bisschen dunkel aussieht oder sehr, sehr, sehr intensiv. Ich kann den gerne... Wow, das ist ein Tomatenrot, ne? Das ist schon intens. Lässt sich aber wirklich schön verblenden. Doch, doch, das sieht jetzt natürlich auch aus wie... Will ich nicht sagen. Der 6. Dezember, also für uns ist es Nikolaus und hier haben wir irgendwie Tomatenketchup scheinbar drauf. Okay, hier haben wir, es sind wirklich kleine Größen hier teilweise drin, von dem Gimme Brow Plus mit ganzen 1 Gramm in der Farbe 3. Schwierig mit diesen Farben bei Augenbrauenprodukten, Leute. Das Brow Volumizing Fiber Gel, es ist schon knuffig. Ne? Also das ist jetzt kein riesiges Produkt, das ist wirklich klein. Ich habe das auch in einer anderen Farbe schon da, oder ist es die gleiche Farbe, die ich habe? Ich muss mal gucken. Denn das ist doch eigentlich die Größe, die wir sonst in Adventskalendern drin hatten. Naja, ich habe den in der Farbe 2, das hilft uns jetzt nicht viel, aber ihr könnt dann das Bürstchen vielleicht mal sehen. Da haben wir nämlich auch wirklich so Fasern drin. Das heißt, das ist nicht nur ein Produkt, was die Augenbrauenhärchen einfärbt, sondern auch ein Produkt, was quasi Fülle in die Augenbrauen bringt, was ich bei meinen 5 Augenbrauenhärchen sehr gut gebrauchen kann. Der 7. Dezember. Das sind Kidneybohnen. Es wäre Platz für mehr gewesen. Ich kann es nur noch mal so sagen, ne? Deep Retreat Pore Clearing Clay Mask habe ich hier drin. Die müsste ich auch noch sogar da haben mit 10 Millilitern. Das ist wirklich ein kleines Produktchen, ne? Aber ja, hier sind wir wieder in der Skincare-Linie, sodass wir da einfach auch ein bisschen Pflege ins Gesicht bringen können, die Haut reinigen können. Und ich glaube, Benefit ist generell auch eher dafür ausgelegt, jetzt nicht unbedingt für eine trockene Haut, sondern vor allem für eine... Mischhaut oder eine normale Haut und absolut ölige Haut freuen sich sehr über, oder Haut freuen sich, genau, eine ölige Haut freut sich sehr über die Produkte bei Benefit. Oh ja, die Nummer 8 darf machen, das ist Krach und hier sind Kirschen drauf. Mal gucken. Das ist die Fanfest Mascara. Sehr schön, die haben tolle Mascaras im Sortiment. 3 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und auch hier habe ich tatsächlich meine eigene da, sodass ich euch auch das Bürstchen dann in live zeigen kann und nicht unbedingt einblenden muss. Wahrscheinlich, weil sie letztes Jahr halt auch schon im Adventskalender drin war, ne? Oder weil ich die irgendwie in der Box drin hatte oder so. Das ist ein Faserbürstchen, was so ein bisschen bananenförmig ist. So schaut die einmal aus. Genau. Und ich finde die schön. Also die macht auch schön Volumen und auch Länge in die Wimpern rein. Damit komme ich echt gut zurecht. In der Nummer 9 dürfen wir uns auch wieder über so ein quadratisch praktisch gut freuen. Und sehr wahrscheinlich haben wir hier auch wieder ein Blush oder so drin. Oh, das ist ja eine krasse Farbe. Terra. Auch hier 2,5 Gramm drin enthalten. Der dürfte mir wahrscheinlich zu dunkel sein. Wahrscheinlich. Ich kann den ja mal ganz vorsichtig aufmachen, dass wir uns nur mal die Farbe im Fännchen angucken. Oh, ich glaube nicht, dass das meinem Teint entspricht. Das war ein Reim. In der Nummer 10 wird es mit etwas Leichtem weitergehen und da haben wir einen Beerensirup drauf abgebildet. Ich glaube, das ist gar nicht so relevant, ne? Oder das Bene-Tint in einer winzig kleinen Größe. Das habe ich mir auch noch für ein anderes Video mal zur Seite gelegt. 2 Milliliter sind hier drin. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Produkt. Das gibt es auch schon... ewig und 3 Tage gefühlt bei Benefit und die waren, glaube ich, auch die ersten, die so einen Tint rausgebracht haben. Das kannst du nämlich vor allem so für die Lippen richtig schön verwenden. Du kannst es aber auch ganz toll verwenden, wenn du dir das als Blush aufträgst, aber da ganz vorsichtig und ganz schnell arbeiten, weil das zieht irre schnell an. Also ich habe es bislang noch nicht fleckenfrei hingekriegt, um es mal so zu sagen. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Ah ja, das ist das Fluff Up Brow Wax. Also die haben hier wirklich... alles in sehr, sehr, sehr kleinen Größen reingepackt. Ne? Das ist schon krass hoch. 1,5 Milliliter sind hier drin. Gut, ja, man muss ihn zugute halten. Das ist ein relativ neues Produkt. Ne? Das definitiv. Ich habe es auch in der Originalgröße da. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar ist das ähnlich wie der 24 Hours Brow Setter, aber ich persönlich finde, dass die Augenbrauenhärchen dadurch viel, viel, viel flexibler bleiben. Also für diejenigen ganz gut geeignet, die das nicht so gerne mögen, wenn das Ganze richtig festgetackert wird. Ich mag es sehr gerne festgetackert, aber manchmal darf es auch ein bisschen fluffiger sein. Halbzeit, die Nummer 12 habe ich jetzt hier in meinen Händen. Ei, das wird hier immer dunkler, glaube ich, ne? Stala mit 2,5 Gramm. Also auch in der Mini-Variante haben wir hier einen Blush drin enthalten. Der sieht krass aus. Rosy Bronze Blush.
Oha. Also der hat auf jeden Fall auch noch irgendwie so einen Schimmer oder so mit. Hallo, Leute. Nee, nee, nee. Ich meine, ich finde es richtig toll und auch wirklich inklusiv, dass die hier auch dunklere Farben mit reinnehmen. Dadurch bekommst du eine schönere Farbrange, ne? Aber für mich ist es zu dunkel. Also vielleicht als sehr, sehr warmen Bronzer. Aber da muss ich mir selber noch ein paar Swatches zu angucken, inwiefern das Ganze bei mir auf meinem Teint so funktionieren kann. Erste Halbzeit liegt vor mir. Leute, also wir haben drei Blushes, den Benetint und dann noch den Plush-Tint. Also wir haben wirklich sehr viel, was uns zum Erröten bringt. Genauso wie dieser Adventskalender zum Beispiel von Amorelie. Schaut gerne mal vorbei. Wir haben ein bisschen Skincare am Start. Augenbrauen sind abgefrühstückt. Ja, also ich finde es halt wirklich schwierig, Augenbrauen in einer Farbe reinzupacken. Also Augenbrauen in einer Farbe, Augenbrauenprodukte in einer Farbe. Einfach weil es auch Blondinen gibt, die diesen Adventskalender auspacken. Und die haben dann auf jeden Fall in zwei Kläppchen was drin, was sie nicht verwenden können. Und ich finde das bei dem Preissegment nicht gut. Weiter geht's mit der Nummer 13. Splash Tint 2 ml in der Farbe Honeymooner. Ich glaube, das war im letzten Adventskalender auch drin. Und ich glaube, das habe ich verwendet und ich glaube, das war mir zu hell. Ich habe den. Das ist ein Lip Tint. Leute, was erzähle ich denn hier? Das ist ein Lip Tint und kein Blush. So nämlich. Das heißt, ich habe den in der Originalgröße mir mal selber gekauft. Den kann ich euch swatchen. Und der ist schön. Also der ist halt sehr dezent, ne? Aber halt so ein, ja, Splash-Tint halt. Ob man das, habe ich glaube ich auch in dem Schminki gesagt, ne? Ob man zu dem Preis so ein Produkt braucht, ist jedem selbst überlassen. Ich hatte es mir halt wegen der Verpackung gekauft, weil die Originalverpackung sieht ja wunderschön aus, ne? Aber ich habe es halt wirklich für die Lippen verwendet und nicht für die Wangen. Oh, der 14. Dezember ist wirklich schön, groß. Da haben wir eine Milchpackung. Der Klassiker musste hier mit rein und das finde ich großartig, der 24 Hours Brow Setter. Und Halleluja, es ist in der Originalgröße, ne? Würde ich jetzt einfach mal tippen. Also es sieht mir aus nach einer Originalgröße. 7 ml, ja. Und da habe ich, glaube ich, vier Backups von oder so. Ich finde das so gut. Das war damals immer mein All-Time-Favorite. Ich hole mal meinen. Und den habe ich wirklich gerockt. Ich habe ihn so gerne verwendet, bis dann irgendwann noch andere Firmen rauskamen und so ähnliche Produkte halt, ne, auch für etwas günstiger im Sortiment hatten. Genau, da kann ich euch auch mal das Bürstchen zeigen. Und zwar ist das hier so, dass du auch so ein geliges Produkt dran hast. Und dann kannst du erst, meine Empfehlung, mit diesen länglichen Härchen davon einmal so durch die Augenbrauen durchkämmen. Dann kannst du das, wenn du möchtest, mit der Plattenseite nochmal richtig andrücken und mit den kurzen Härchen dann nochmal so ein bisschen korrigieren, ne? Also das ist so, jeder so, wie er das letztendlich anwenden möchte. Aber das wäre meine persönliche Empfehlung. Und ja, schön, dass es drin ist. Ich glaube, das ist auch ein schönes Highlight für viele. Der 15. Dezember fühlt sich etwas schwerer an. Sicherlich haben wir hier keine Spaghetti drin, sondern ja, Pflege. Titan Toned, ein Pore Refining, AHA und PHA Toning Foam. Ja, da haben wir 22 ml drin, was ja echt nicht die Welt ist. Aber wir haben einen Toner hier mit dabei. Wichtig, da das hier mit AHA und PHA ist, was ja chemische Peelings sind, würde ich euch empfehlen, das erstmal so abends anzuwenden und erstmal auch nur einmal anzuwenden und dann so ein paar Tage eure Haut zu beobachten, inwiefern sie das so verträgt, ne? Gebt nicht direkt Kapitjes, macht euch das nicht direkt zweimal am Tag drauf. Erstmal vorsichtig dran testen, weil chemische Peelings ist halt je nachdem, was für eine Haut man hat. Ich habe eine super sensible Haut, immer unterschiedlich dann von der, was dann halt mit der Haut so passiert, ne? Und jetzt so nach dieser Sommerzeit gewöhne ich meine Haut dann auch ab Oktober, Ende September, ganz langsam und vorsichtig an chemische Peelings. Und dann gehe ich auch wieder richtig in die Vollen und freue mich auf mein AHA, ich freue mich auf mein Retinol. Aber, ne, genau, hier haben wir dann erstmal einen Toner. Lange Rede, irgendwie doch ein ziemlich großer Sinn. Der 16. Dezember. Hier haben wir eine Mascara drin. Das ist auch ein Klassiker. Die Thea Real Mascara mit 3 Gramm. Das ist eine kleinere Größe. Ich habe hier schon verschiedenste Meinungen von gehört. Ich habe meine auch natürlich rausgeholt. Genau, und zeige euch mal das Bürstchen. Die ist nämlich sehr, die kann sehr pieksig sein, ne? Also wir haben hier nämlich so ein Gummibürstchen. Und da haben wir so Stacheln dran vorne. Die sind aber richtig gut, wenn du deine unteren Wimpern quasi tuschen möchtest damit. Und ich finde die sehr schön, mag aber tatsächlich andere Mascaras lieber, auch zum Beispiel die Fan Fest oder auch die Magnet Mascara, ne? Die ist auch richtig gut. Aber ja, genau. Das ist einmal die jetzt hier im Adventskalender drin ist, aber in der kleinen Größe. Der 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Ach ja, upsala, haben wir auch wieder so ein kleines. Das ist alles sehr, sehr.
knuffig hier, ne? 7 Mill, nee, 2 Milliliter, Entschuldigung, von dem Plush Tint Quilty Pleasure. Quilty Pleasure und nicht Guilty Pleasure. Mhm. Das ist einmal dieser hier. Komm, Leute, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Ich bin euer Versuchskaninchen, also teste ich die Produkte aus. Mal gucken, ob wir hier auch... Oh, ja. Das ist auch in die... Okay. Das ist dann wahrscheinlich eher so in die fast schon rosa stichigere Richtung. Und das ist nochmal rötlicher, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember liegt hier in meinen Händen. Der ist relativ schwer. Das ist süß. Es ist wunderbar zum Verreisen, aber in einem 180-Euro Adventskalender, Leute. The Professional Supersetter, 15 Milliliter. Ja, es ist ein super Produkt. Ich finde es sehr, sehr toll auf meiner Haut, aber ich habe eine sehr trockene Haut, neben dem, dass sie sehr sensibel ist. Und deswegen kann ich das gut verwenden. Ich glaube, wenn man eine ölige Haut oder eine Mischhaut hat, ist das ein bisschen zu flutschig. Der 19. Dezember verschafft uns ein bisschen Abkühlung mit Eis am Stiel. Oh ja. Oh, der ist in der Originalgröße. Der Roller Liner von Benefit ist hier drin mit 1 Milliliter. Das ist dieser hier. Wir haben hier so einen länglichen Schwämmchen-Applikator. Ich weiß auf jeden Fall, dass die wundervolle Sarah Isabel vom Kanal Lucky Daisy in Spring da nicht ganz so von begeistert war. Die nämlich irgendwann mir auch mal als ihr Flop-Produkt genannt. Und so schaut das einmal aus, wenn man den so swatcht, ne? Ja, da kannst du einfach einen Eyeliner mitzeichnen. Ist schön. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich den 20. Dezember. Oh ja, das ist ein Klassiker. Und zwar der Hoola Bronzer. Irgendwie verständlich, dass er mit drin ist. Auch hier 2,5 Gramm. Das ist einmal dieser hier. Den gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen. Ne? In Light, in Dark, in Glowy. Das ist einfach der Klassiker. Und das finde ich persönlich ganz schön. Ich habe den in einer Palette tatsächlich drin. Ich habe den nicht mehr als Einzelblush. Und den kann ich euch mal swatchen. Der ist meiner Meinung nach auch relativ warm. Also hier ist der, ne? Und also ich finde es halt immer wieder interessant, seit Jahren packen die den halt auch immer wieder in den Adventskalender oder in Special Edition Boxen und so weiter mit rein. Also als hätten die keine neuen Produkte entwickelt, das ist ja Tinnef, ne? Haben die ja, naja. Aber der ist relativ warm, es ist ein sehr schöner Bronzer, wie ich finde, ne? Nach wie vor ein Oldie but Goldie. Die Nummer 21 ist wieder sehr, sehr leicht. Also die haben sehr viele, sehr kleine Sachen reingepackt. Wirklich krass. Wirklich krass. In der Farbe 17 Heatwave habe ich jetzt auch 2 Milliliter von dem drin, was ich euch eben schon geswatcht habe, was ich in groß habe. Ne? Den lasse ich jetzt aber mal zukommen. Jetzt bin ich mal hardcore unterwegs. Es wird halt auch dieses hier sein, aber halt in einer anderen Farbe. Ich habe mich damals auch bewusst für diese Farbe entschieden, weil die eigentlich so ein bisschen My Lips But Better ist. Ne? Und es wird halt auch wieder genauso wie er sein. Einen leichten Hint of Tint auf den Lippen geben, aber jetzt keine ultimative Deckkraft, so ein leichter Gloss-Effekt, aber jetzt nicht eine starke Farbabgabe. Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Ja, das ist auch ein Klassiker, ne? Die Roller Lash Mascara von Benefit mit 3 Gramm sind hier drin. Das ist auch eine Mascara, ich meine, habe ich die? Nee, die habe ich jetzt aktuell nicht da. Die hatte ich letztens mal aufgebraucht. Ich blende euch mal das Bürstchen ein. Das ist ein bananenförmiges Gummibürstchen. Und ich mag die ganz gerne. Also ich finde, das ist eine schöne Mascara, die den Wimpern vor allem Länge gibt. Ein Tag vor Heiligabend. Ich persönlich finde, von der Größe her, wir haben 3 Blushes hier drin. Und ein Bronzer. Ich persönlich finde, die könnten jetzt hier vielleicht auch einen Highlighter reinpacken. Zum Beispiel den Cookie Highlighter oder so. Das wäre richtig, richtig geil. Würde ich mich mega drüber freuen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das Ding heißt Claudia. 2,5 Gramm sind hier drin und das ist ein Blush. Ich finde es traurig, dass wir hier keinen Highlighter drin haben, aber ich feiere das gerade volle Elle, das ist Ding. Okay, Claudia, ne, Wolke und so, aber trotzdem, das bin ich. Das ist ein sehr, sehr heller, alter Schwede. Das kann ich ja fast schon als Puder verwenden. Och Mensch. Ja gut, die Claudia ist ja auch eine ganz helle. Was willst du machen, ne? Der hat schon ein paar Sparkles drin, aber den siehst du ja nicht mal auf meiner Haut und ich bin ja transparent. Wie sie sehen, sehen sie nichts, ne? Ach, schade. Also, das gibt einen leichten Glow. Ist das so ein Blush-Topper vielleicht? Ich will, dass ich den mögen werde. Och, Menno. Aber man sieht den ungefähr nicht. Aber vielleicht als Puder, so unter den Augen? Okay. Mein Highlight haben wir schon, aber ich bin trotzdem gespannt, was das Highlight von dem Adventskalender ist. Die Nummer 24, was können sie da reingepackt haben? Full-Size-Mascara, glaube ich. Die Bad Girl Bang.
ne? Man kennt ja mittlerweile seine Pappenheimer. Genau das ist sie nämlich. Und so schaut die einmal aus. Die hat auch so ein Gummibürstchen, was auch sehr, sehr lange Wimpern macht. Und das ist eine Originalgröße. Das ist schön. So eine Mascara hat auch ihren Wert. Genauso wie jedes einzelne Produkt hier auf dem Tisch. Wir gucken uns das Bürstchen aber auch mal an, denn ich habe sie in einer Mini-Version da. Ich bin ja auch so ein Fan von so kleinen Produkten, ne? Ist super niedlich. Also das ist auch tannenbaumförmig vom Bürstchen her. Deswegen finde ich das einfach auch optimal für eine 24. Was willst du da machen, ne? Ich meine, mit der 23 haben sie mich eh, auch wenn der Farbton grenzwertig ist, aber trotzdem. So, finde man ein Fazit zu diesem Adventskalender, Leute. Also, ich habe 24 Produkte vor mir liegen, die an und für sich schön sind. Aber sie sind mir alle einfach zu klein. Für 180 Euro... Da muss das Ganze ein bisschen mehr knallen. Doch, also für 180 Euro erwarte ich hier auch, dass ich einen Highlighter mit reinbekomme. Ich erwarte, dass ich auch alle Produkte hiervon theoretisch benutzen können sollte. Was nicht immer einfach ist bei Tarnprodukten, aber zum Beispiel, dass die hier einen Puder reingepackt hätten. Dass die hier keine farbgebundenen Augenbrauenstifte reinmachen. Auch wenn das Sinn ergibt, weil die sind ja theoretisch auch damit groß geworden. Trotzdem finde ich das schade, weil, also ich alleine, ne, kann jetzt hier von diesem Adventskalender zwei Blushes safe nicht verwenden, zwei Augenbrauenprodukte nicht und das halt für den Preis. Das hat irgendwie, ist schade, aber trotzdem, die Produkte sind geil und ich freue mich darüber, dass die halt auch so viel aus dem Sortiment jetzt mittlerweile auch in den Adventskalender reinpacken können und auch mittlerweile halt das Ganze etwas abwechslungsreicher gestalten als so in den Jahren davor, aber es fehlt noch ein bisschen was. Denn hier verliere ich einfach nicht den Preis außer Augen. Das muss man einfach immer wieder betonen. Ne? Das ist nicht mal eben so, dass man 180 Euro ausgibt, sondern man spart auf diesen Adventskalender. Klar sieht man den Inhalt online, aber man möchte dann ja auch schon, dass die Produkte einem so passen, oder? Ihr Lieben, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.